So, wir sind jetzt auf dem nächsten Abendweg gelandet. Jetzt geht es Richtung Janow oder Jakow, so ähnlich, das Dorf. Ein ganz schöner Abenteuerweg. Ich hoffe, der ist auch komplett durchgängig, aber hier kommen uns gerade Leute entgegen und hinter uns läuft auch jemand. Also hoffe ich, dass der durchgängig ist. Der sieht auch leicht freigeräumt aus, weil hier sind sehr viele Bäume, die umgestürzt sind. Aber die liegen alle am Wegesrand zersägt. Also wird da jemand schon freigeräumt haben. Leute, wir haben jetzt eine Alternativroute, die Original ist gesperrt, aber es wurde eine alternative Route gemacht und die ist so anstrengend. Treppen für Riesen. Aber Höhenmeter machen wir ganz schnell, ganz viele. Und wir sollen auf den gleichen Punkt rauskommen, wie ursprünglich geplant. Kannst du noch? Ja. Ich nicht. Alternativroute zu Ende gesperrt. Also ist die wilde Klamm doch noch gesperrt oder was? Anscheinend, ja, ja. Anscheinend, ja, dann haben wir gar nichts verpasst, dass wir da nicht mehr hingegangen sind. Irgendwas. Vor, bitte. Ich sehe da eins Pfeiler, noch eins Pfeiler. Okay, wir müssen jetzt einen gelb markierten Weg durch den Golfplatz nehmen, Leute. Also das hatte ich ja auch noch nie. Nee. In Deutschland ist das einfach krass verboten. Ja, in Deutschland, dann darfst du ja nicht drauf. Wo hast du den gelben? Da hinten? Nein, ja, hier ist der Pfeiler, dann da. Ah, da. Oh ja, yeah. Ich nehme schon direkt die falschen Pfeiler. Ich weiß nicht, was du den Golfplatz von außen anzupfen. Ja. Das ist nicht so gut. Echt so, ja krass, also latschen wir jetzt hier drüber, boah, das sieht gerade so schön aus da vorne. Eine schöne Aussicht, die zeige ich euch jetzt auch erstmal hier. Ja, nicht da hinten, da ja, 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 richtig cool. Wie viele Kilometer haben wir? Ich habe gerade bei 9,94. 9,94 Kilometer gerade mal, boah, ich habe schon das Gefühl, wir haben eine halbe Weltreise gemacht.
erstmal wieder von der Strecke und wir sind jetzt ein bisschen bei der Zivilisation angekommen. Genau ein paar Häuser gibt es hier. Wir sind jetzt bei 12, was war's? Ja, 12,1. Ja, also, 2. Okay, ja. 12,2. Also, ja, 12,2 Kilometer. Aber ich glaube, die 20 Kilometer, jawohl, doch, wenn wir noch ein bisschen bisher uns quetschen. Ich weiß nicht, ob wir auf die 20 kommen. Mal gucken. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir haben gerade noch einen Spatz, nee, nicht einen Spatz, einen Specht oder so gefunden. Ich denke mal Specht, ja. Wahrscheinlich einen kleinen Specht, aber auch nicht gefilmt. Aber sowas filme ich auch meistens nicht, weil irgendwie, man hilft dem Tier ja erstmal. Der war noch ziemlich klein, aber der hatte schon ein bisschen Federn gehabt. Wir waren einfach mitten auf dem Wanderweg. Wir haben ihm jetzt einfach Wasser gegeben und ihn an die Seite gelegt, wo keiner drüber trampelt. Ich bin nämlich auch fast drüber getrampelt. Mhm. Wir hoffen einfach, dass das Elterntier zurückkommt und ihn trotzdem noch füttert. Ich weiß nicht, wie das bei Spechten so ist. Wenn die aus der Höhle fallen, aber da war ja keine Höhle, zumindest haben wir keine gesehen, keine Ahnung. Naja, jo. Und jetzt geht es ein bisschen asphaltierten Weg entlang. Ist auch mal wieder was anderes als die ganze Zeit über Stock und Stein. Und dann gucken wir mal, was wir heute noch so Schönes erleben. Wir haben einen Bunker gefunden, einen Bunker im Wald am Wegesrand. Scheint es auf jeden Fall reinzugehen. Ich denke mal, das checkt der Kevin dann gleich aus, ob es wirklich reingeht. Okay, Versuch Nummer 3.
So, liebe Leute, wir sind jetzt bei 13,7 Kilometern. Hier an dem Aussichtspunkt, übrigens haben wir die Kilometerzahl von der Uhr abgelesen. Das heißt, die Kilometeranzahl, wo wir mit dem Kahn gefahren sind, ist nicht drin. Das wird dann aber Komoot später bei mir anzeigen. Genau, wir sind jetzt hier am Aussichtspunkt und unter uns ist wieder Herrenskretschen, da wo wir also die Tour, ja okay, wir haben in Schmilke angefangen, aber da wo wir halt heute Morgen schon da waren. Genau, das heißt, für uns gibt es jetzt noch einen kleinen kurzen Abstieg und dann schauen wir mal, wir hoffen noch am alten Gasberg vorbeizukommen. Vielleicht sehen wir gleich noch eine alte Kirche, wenn das der richtige Weg ist. Ich bin gespannt. Alte Kirche gefunden und den uralten Friedhof. Der ist jetzt hier hinter mir. Die Gräber sind auch schon komplett zugewachsen. Aber hier auf der anderen Seite geht es einfach richtig tief runter. Ultra krass einfach. Hier seht ihr auch hinter mir ein Grab. Komplett zugewachsen. Man sieht schon fast nichts mehr. Es ist eigentlich nur Gras. Aber die Kirche sieht eigentlich noch ganz okay aus. Ich hoffe, dass man sich die noch ein bisschen angucken kann. Ich muss hier mal zur Seite gucken, weil hier geht es echt direkt richtig tief runter. Man sieht das jetzt zwar nicht so richtig wegen dem Gebüsch, aber mir graust schon gleich von unserem Abstieg. Denn ich glaube, der wird auch wieder richtig krass. Leute, wir sind jetzt wieder wie heute Morgen am Grenzübergang Krenzko-Schmilka. Der Kevin ist fertig mit der Welt. Total fertig. Alles okay bei dir? Nein, nur noch schlafen und hinlegen. Duschen und schlafen. Duschen und schlafen und hinlegen. Wir haben gerade noch gegessen in Tschechien und der Kevin hat sich den Fehler gemacht und ein Eisbein bestellt. Also, das dürft ihr nur machen, wenn ihr wirklich großen Hunger habt. Wirklich großen Hunger. Ich blende euch das Bild gleich ein. Der war so tapfer, aber hat das Eisbein trotzdem nicht geschafft. Dann noch ein Stück mit nach Hause bekommen. Er wiegt jetzt ein Eisbein mehr. Das war ein Eisbein von Elefanten gewesen. Und wir rollen gerade nach Hause. Ja. Also ich bin auch satt, ich hatte aber was Vegetarisches, nachdem ich mit der Wurst schon gesündigt habe. Die war übrigens sehr lecker, also ich bereue es nicht. Aber habe ich mir einfach nur habe ich mir was Leichtes bestellt, Kartoffeln und gebackenen Blumenkohl. Das war auch sehr lecker und ich bin auch satt. Naja, aber ich rolle nicht ganz so wie Kevin. Ich bin zwar auch voll, aber ja. Da seht ihr, dass das Eisbein drin. Wir können ja gleich noch mal ein Bild von der Haxe machen, wie die jetzt halt aussieht. Das ist eigentlich eine normale Haxe, wie aus Deutschland. Ja, aber jetzt mache ich nachher noch ein Bild davon. Genau, vorher, nachher. Ja. Aber das ist in den osteuropäischen Ländern immer so bei Eisbein. Ihr bekommt immer ein mega Ding. Also überlegt euch das gut, falls ihr unterwegs seid und bekommt ein Eisbein ab.
Na, ich morgen. Fertig. Na, morgen noch ein Eisbrech. So, liebe Leute, das war's mit der heutigen Wandertour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Es werden auf jeden Fall noch mehr Teile von unserer sächsischen Schweiz-Tour kommen. Das ist gewiss. Wir haben ja noch morgen den Tag und übermorgen den Tag. Und genau, ansonsten wird es auf jeden Fall auch noch andere spannende Wandervideos und andere Videos Outdoor Survival geben. Von daher bleibt gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!